vom Frankfurter Flughafen. Hier geht jetzt jeden Moment das Boarding los für den Flug nach Malaga. Von da aus geht es dann nach Marbella in unser Wintertrainingslager. Und wir nehmen euch wieder mit und zeigen euch so ein paar exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Vamos. Robin, wie gut hat denn das Rätselrad geklappt im Flugzeug? Kommt aufs Rätsel drauf an. Aber im Großen und Ganzen ganz gut. So, die Silke, unsere Pressesprecherin, hat uns eben abgeholt. Die ist schon seit heute Morgen hier. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir es noch schaffen, den Mannschaftsbus einzuholen. Wir standen nämlich eben ein bisschen im Stau. Ah, wir haben schon 6 Minuten rausgeholt. Also Silke gibt alles, aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Ankunft vom Bus. Leider knapp verpasst. Naja, egal. Dafür gibt es jetzt was zu essen. Und dann haben wir einen ziemlich engen Zeitplan. Dann geht es nämlich direkt eigentlich auch schon zum Check-in und dann sofort zum ersten Training. Feliz cumpleaños! Markus hat heute Geburtstag. Gracias. Wir fahren jetzt ein Weilchen. Diesmal haben wir es geschafft, vor der Mannschaft da zu sein. So, und schon läuft die erste Trainingseinheit hier im Marbella Football Center. Hier sind die Bedingungen auf jeden Fall optimal. Ein bisschen frisch ist es geworden, zumindest für mich. Für die Jungs ist es, glaube ich, genau richtig. Und es geht auch schon echt gut ab da hinter mir. Dann gucken wir noch mal ein bisschen zu. Jetzt noch mal ein spätes Abendessen und dann werden wir auch alle direkt ins Bett fallen. Das war nämlich ein richtig langer Tag. Aber wir haben ja noch eine ganze Woche vor uns und wir wollen euch auch noch so einiges zeigen. Morgen gibt es eine kleine Geländetour mit den ganzen Räumlichkeiten und dann nehmen wir euch natürlich auch noch die ganze weitere Woche mit. Ach ja, und schreibt uns in die Kommentare, wenn es was gibt, was ihr sehr gerne sehen wollt. Und dann gucken wir mal, ob wir euch das zeigen können. Ich freue mich, bis dann.